Der Morgen von Dorothea Tschirbusch beginnt beim Training, dann geht's für die Studentin in den Hörsaal und abends wieder zurück in die Halle. Dabei ist die Ungarin besonders zielstrebig, diszipliniert und obendrein ein echter Sonnenschein. Doro ist ein großartiger Mensch. Wir sind beide Ungarinnen, was ein lustiger Funfact ist. Sie ist immer voller Energie, ist bei jedem Training dabei, hat eine gute Einstellung und gibt sich wirklich viel Mühe. Sie ist eine wirklich tolle Teamkollegin. Geboren wird die Sportlerin in Debrecen. Doch die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend verbringt Dorothea in Santisch oder am Beckenrand. Denn ihr Vater legte ihr den Sport quasi in die Wiege. Und nicht nur ihr, sondern auch ihrem Bruder. Sprich, ein richtiger Familiensport. Grundsätzlich bin ich am Schwimmbad aufgewachsen. Die Menschen in Santisch spielen Wasserball oder haben Wasserball gespielt. Daher war es für mich nicht wirklich eine Frage, welchen Sport ich machen werde. Jahrelang ist sie für den heimischen Verein Santashi Visilapta Club aktiv, mit dem sie mehrmals die Meisterschaft gewann. Doch Tschirbusch ist bereit für den nächsten Schritt. Nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf. Dorothea möchte den Sprung ins Ausland wagen und Lehramt studieren. Im vergangenen Jahr ist es dann soweit. Sie kehrt ihrer Heimat den Rücken und zieht nach Berlin. In die Stadt des deutschen Wasserballs. Ich wollte unbedingt etwas anderes neben dem Studium machen. Und wenn wir über Berlin sprechen, ist Spandau der einzige Wasserballverein, der mir in den Sinn kam. Daher lag es auf der Hand, mit dem Verein Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme hat sich sichtlich gelohnt. Erst seit 8 Monaten ist die Ungarin Teil der Wasserfreundinnen und schon deutsche Pokalsiegerin und Supercup-Siegerin. Einen besseren Start hätte sie nicht hinlegen können. Aber wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind 3. Und aus diesem Grund soll der nächste Titel schon diese Woche folgen. Ihre Mannschaft machte gegen den ETV Hamburg den Einzug ins Finale mit dem 30:6 Erfolg perfekt. Insbesondere werden an diesem Samstag Dorotheas Stärken auf der rechten Seite beim Aufeinandertreffen mit dem SV Bayer Uerdingen 08 gefragt sein. Sie bringt immer sehr gute Laune in unserer Mannschaft. Sie ist immer zuverlässig, vertrauliche Person von meiner Sicht. Stehen spielfreie Tage an, geht es für Dorothea auf Entdeckungstour durch Berlin oder für einen Tagestrip an die Ostsee. Denn oft genießt sie es einfach nur, im warmen Sand zu liegen und dem stressigen Alltag zu entfliehen, bevor sie sich wieder dem Unistoff widmet. Ehrlich gesagt ist das Lernen und Wasserballspielen ein hohes Niveau. Ich versuche mein Bestes. Manchmal muss ich mehr lernen, deshalb kann ich nicht am Training teilnehmen, aber ich versuche mein Bestes. Leistungssportlerin, Schiedsrichterin und ganz bald Lehrerin. Dorothea Tschirbusch hat es echt drauf. Neben viel Sonnenschein tragen Disziplin, Lebensfreude und Ehrgeiz zu ihrem eigenen Glück bei.